versteckst du dich. Du musst hier irgendwo sein. Wasser braucht man immer. Vielleicht unten am Bach. Ich sehe mich mal um. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Freunde. Hier ist wieder euer Uldi von Immer am Limit. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Days Gone. Freut mich, dass du da draußen wieder mit dabei bist, um mit mir gemeinsam die Geschichte fortzuführen. Ja, wir müssen eine Überlebende jetzt suchen in dieser Folge. Ja, wir sind jetzt hier in so einem kleinen Städtchen. Und ich gucke gerade mal, da drüben ist auf jeden Fall eine Tankstelle. Wie sieht es denn eigentlich mit unserem Bike aus? 63%. Ich krieg das schon hin. Haben wir noch im Tank drin, aber wir werden jetzt erstmal die Überlebende suchen. Also wir müssen jetzt hier wieder in unserem Schleichermodus. Dann gucken wir mal, dass wir jetzt hier nicht überfallen werden. So, was haben wir hier? Das muss von ihr sein. Hier holt sie sich bestimmt ihr Wasser. Ja, du kommst jeden Tag her und holst Wasser, oder? Aber du bist vorsichtig, du bleibst nicht lange. Kluges Mädchen. Ah ja, wir suchen also eine Frau, eine Überlebende, die hier sich irgendwie versteckt hält und hier natürlich am Fluss immer gut Wasser holt. Okay. Scheint sie hier lang zu laufen, aber wir werden mal lieber in den Schleichmodus gehen, nicht dass wir jetzt gleich wieder hier von Freakern überfallen werden. Okay. Geht hier hoch. Wollte schon sagen. Kann mir nicht vorstellen, dass sich die Dame jetzt hier im Kofferraum befindet. Aber, Moment. Da werde ich doch schnell mal mein Bike nochmal füllen. Kann ja sein, dass die jetzt gleich von uns türmt und nicht, dass wir an einer Verfolgungsjagd sind. Sag bloß, ich kann jetzt nicht nachtanken. Gibt's doch nicht. Kann jetzt nichts machen, ne? Okay, dann lassen wir das einfach mal da drüben stehen. Gut, nachtanken geht nicht. Warum auch immer, wahrscheinlich mitten in der Mission. So, was haben wir hier? Benzinkanister. Und lieber mal die... Ja, kluges Mädchen. Sie meidet die Straße, kommt nur nachts raus. Mehr Freaker, aber es ist unauffälliger. Ich höre auf jeden Fall Freaker hier, oder? War da nicht gerade wieder so ein Schmatzen? Ja, Schrott. Verdammter Ripper, von euch kommt hier keiner lebend raus! Okay, du kannst im Kampf sehr viel Schaden nehmen. Geh in Deckung, Verbände, Medikits einzusetzen. Okay, sag bloß, jetzt kommt Ripper. Ich hoffe mal nicht. Okay, den haben wir markiert. Oh, da drüben ist auch einer. Hä, wo ist er hin? Da war noch was. Okay, gehen wir mal hier hin. Kommt die jetzt her? Ich weiß es nicht. Drüben ist auf jeden Fall noch jemand. Und jetzt hier rein? Warte mal, kann ich hier einen Stein schmeißen? Was denn? Fuck.
Hier scheint irgendein Biest zu sein. Wo? Muss natürlich echt aufpassen. Die sind hier überall, glaube ich. Guck mal hier in der Küche, ob wir hier noch irgendwas finden. Auf jeden Fall noch eine Flasche. Herstellen kann ich aber nichts. Nehmen wir mal unsere Waffe mit Schalldämpfer. Ah ja. Mehr Beute. Oh, was war da drüben? Habe ich gerade einen Sniper gesehen? Oh, oh, der hat mich gesehen, oder? Ja. Gepflegter Schuss, aber wie? Okay, die wissen jetzt, wo ich bin. Ich muss da irgendwie rüber, um den anderen Typen zu erledigen. Ah ja, jetzt kommt die. Lass die mal ruhig kommen. Lass die mal ruhig kommen. Ah, er weiß, sie weiß, wo ich bin. Entdeckung! Ich bin getroffen. Oh, fuck. Zeig ihm den Weg. So, der ist weg. Rückzug! Gib mir Deckung! Bei dem Sniper muss ich höllisch aufpassen. Ah, oh, der. Oh Gott. Okay. Muss den Sniper irgendwie loswerden. Wow. Ah, fuck. Mal ruhig kommen hier den Sack. Wie mache ich das? Die Munition habe ich nicht mehr. Oh, fuck. Er hat gesessen, Freunde. Gucken, ob ich hier irgendwie... Fluchte Axt, ey. Oh, geh doch in Deckung. Okay, wir versuchen... Ja, genau, so machen wir das. Na, sage mal, er ist echt gut, dieser... Aber das Problem ist ja, wir haben ja nicht nur die Reaper hier, sondern... Oh Gott, jetzt haben wir noch eine Rohrbombe hier. Du wirst frei sein. Oh Gott. Okay, der ist weg. Er ist weg. Ich höre hier dieses kleine Mistvieh von Kind.
Hier haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen Kerosin. Können wir das ja irgendwie gebrauchen. Also rechts müsste jetzt von uns der... Ich dachte, da war was. Wo ist dieses Vieh? Wenigstens lässt uns das eigentlich in Ruhe, oder? Na, Kopfschmerzen. Okay. Okay, wir müssen da irgendwie ran. Am besten hier durch die Tür. Hier durch und dann von hinten am besten ran. Hier am besten durch. Und ihn von hinten schnappen. Okay, da schleichen wir uns aber mal lieber lang. Gucken hier nochmal, ob wir hier noch irgendwas zum Heilen haben. Oh, da drüben ist noch einer. Er hat uns auch gesehen. Das war's. Ja, das war's, hat mir gefallen. Du kriegst noch dein Fett weg, du kleiner Bastard. So, der muss ja oben sein. Ah, kleiner Bastard ist untertrieben wahrscheinlich. Großer Bastard. Mit einer dicken Wumme. Okay, hier gibt es eine Tür, da können wir auch gleich nochmal durch, aber erstmal müssen wir uns diesen Vogel schnappen. Okay. Gucken, ob es hier irgendwas gibt, was wir noch looten können. Kommt, Wiege hoch. Haben die bloß immer so wenig Schuss? Verstehe ich immer nicht. Können auf mich immer schießen wie die Weltmeister, ja? Aber wenn ich denn die Waffe habe, dann ist plötzlich Sense. Ist ein ehemaliges Hotel hier gewesen oder so was? Keine Ahnung. Was haben wir denn hier? Okay. Okay, warte mal, hier ist ein Feuerwehrauto. Wir hatten irgendwo mal gelesen. Ich glaube, das war so ein Spieletipp, dass man doch Feuerwehr... Ach, da sind ja noch welche. Okay. Hat gesessen. Oh, und schon habe ich keine Muni mehr? Was ist hier los, Freunde? Okay, gucken wir mal hier, ob es hier irgendwie was gibt. Auf jeden Fall Medikit, das ist schon mal nicht schlecht. Gucken wir auch mal, ob wir irgendwas wieder herstellen können. Verbände können wir herstellen. Was ist das hier oben? Ausdauercocktail. Okay. Oh, die können hier durchschießen, die Bastarde. Oh Mann, scheiße. Hast du bloß 3 Schuss wieder? Getroffen auf jeden Fall. Oh, guter Schuss. Das ist auf jeden Fall, auf die Effekte auf jeden Fall fett, finde ich. Wo ist der jetzt hingerannt, der Bastard? Der ist da drin irgendwie, ne? Da ist noch einer. Okay. Die müssen wir mal markieren. Halt. Okay. Schön in Deckung bleiben. Können ja auch mal hier reingehen. Zack. Was gibt's hier Schönes? Oh, Machete. Immer gut. Halt! Nein, obwohl. Oh, hier haben wir noch einen Lappen.
hier könnte man ja im Prinzip auch... Ist ja mal gleich erledigen. Ist gleich ein Abwasch, würde ich sagen. Fuck. Okay, wir sind mitten in der Mission. Es hat irgendwie... fuck. Okay, mal kurz hier. Finde ich eine schöne Rohrbombe benutzen. Aber müssten... Wir sind zu weit auseinander, um dass sich das lohnen würde. Ah, jetzt zum Beispiel. Habe ich eine Rohrbombe? Nein, ich habe natürlich keine. Ach, fuck. Den Waffen. Da stirb, ey. Ganze. Schau hoch. Ah, da hinten ist auch noch einer, sehe ich gerade. Oben links. Gibt's doch nicht, ey. Den markieren wir auch noch. Okay, leider habe ich keine Muni mehr für meine geile Waffe. Okay, wir müssen näher ran wahrscheinlich. Hier habe ich einen Nagel. Hier habe ich Reparaturwerkzeug. Oh Gott. Jetzt kam auf jeden Fall noch mal Biker. Habe ich mitbekommen. Ah ja. Ich brauche unbedingt Muni. Oh, fuck, ey. Okay, Kopfschuss. Beide Beine weg. Hier seht ihr mich. Keine Muni mehr, keine Muni mehr. Fuck. Alter, die machen mich echt fertig hier, ey. Kacke, was mache ich denn? Brauch auf jeden Fall Muni. Ja, geh doch aus dem Schussfeld, Mensch. Verstehe ich nicht. Warum kann ich denn diese Munition hier nicht aufnehmen? Die haben doch Muni. Verstehe ich nicht. Sind die Waffen kaputt oder an was liegt es? Ich durfte er mich gar nicht sehen. Stopp. Ich befreie euch. Schnell heilen. Das Haus ist zu. Wie kommt sie rein und raus? Oh Mann. Also die haben mich hier richtig fertig gemacht, ne? Richtig fertig. Vielleicht stelle ich mich auch so ein bisschen blöd an, aber ihr wisst Bescheid. Aber ich verstehe nicht, warum ich die Munition nicht aufnehmen kann, ne? Weil es wird mir immer in Rot angezeigt. Habe ich da nicht die richtige Waffe in dem Falle in der Hand? Oder habe ich eine andere Waffe und die braucht andere Munition? Ich weiß es nicht, Freunde. Okay. So, hier haben wir jetzt wieder 11 Schuss. So, hier haben wir jetzt 31 Schuss. Und hier 2 Schuss, das kann doch nicht sein. Das sind doch bestimmt Magazine, die da angezeigt werden, oder? Guck mal, warum ist es hier rot? Freunde, schreibt mir das mal in die Kommentare. Vielleicht habt ihr da mehr Ahnung. Wie ich weiß...
Ihr wisst da draußen wahrscheinlich mehr als ich über das Spiel, ja. Dementsprechend würde es mich mal wirklich interessieren, warum das Ganze hier rot angezeigt wird. Kann ich keine fremde Munition aufnehmen? Doch, müsste eigentlich gehen, weil ab und zu geht's ja. Ah, nervig, nervig. So, hier können wir noch was looten. Coole Bikes auf jeden Fall. Und rot, gut, okay, ist Geschmackssache. Also sie muss jetzt hier irgendwie drin sein. Wir müssen jetzt hier irgendwie einen Weg finden, um da reinzukommen. Eine Leiter, na klar. Dann nehmen wir doch mal die Leiter. Einfach mal hoch. Komm schon. Ich stell sie hier auf. Okay, ja, dann kriegen wir gleich eine mit dem Knüppel. Deine Munition. Okay, hier schläft sie. Gut, hier werden auch Freaker hochkommen, beziehungsweise diese komischen Kinder. Hab keine Angst, ich tu dir nichts. Bist du allein? Ist da noch jemand bei dir? Ich warte hier auf meine Eltern. Sie sagen, ich soll nicht mit Fremden reden. Oh Mann. Okay, ist das dein Zimmer? Die sind wirklich toll. Sind das deine? Nein! Lisa. Der langsam. Gehört mir. Den habe ich fürs Turnen bekommen. Ich hätte gewinnen müssen, aber Missy King hat gemogelt. Lisa! Lisa, hörst du die Schüsse da draußen? Es ist hier nicht sicher. Ich war in der Schule. Und meine Mom rief an und sagte, ich soll nach Hause kommen, sofort. Sie würden hier auf mich warten und wir könnten zusammen los und... Ich kam her und fand eine Nachricht, dass sie mit anderen mitgegangen sind und... Ich wusste nicht, was ich tun soll. Also habe ich mich versteckt. Ich wusste nicht, was ich tun soll. Schon gut. Alles gut. Alles gut. Lisa, nicht weit von hier gibt es ein Camp. Und da sollte ich dich wirklich hinbringen. Da sind Leute. Da sind Leute, die ich kenne. Es ist, ehrlich gesagt, ein Arbeitslager und fürs Essen musst du arbeiten. Das Leben ist hart. Was? Aber du wirst wenigstens nicht hungern. Nein, nein, meine Mom kommt nicht holen. Okay, ist das deine Mama? Du sagtest, sie kam nicht nach Hause. Stimmt's? Dann ist sie vielleicht im Camp. Mom ist im Camp? Ja, sie wartet auf dich. Ja, das tut sie bestimmt. Okay. Bleib dicht bei mir. Die bewaffneten Männer. Sind die noch da draußen? Nein, die machen uns keine Probleme mehr. Hast du sie getötet? Sie sind weg. Nein, nein. Viele Infizierte. Oh Mann, Freunde. Okay, wir haben jetzt das Mädel gefunden. Und da sind die Infizierten. Oh fuck. Okay, wo ist Lisa? Okay, Licht aus und sehen sie uns. Ich habe nur 31 Schuss. Wir müssen zum Bike. Wir müssen zum Bike. Am besten gehen wir hier außen rum. Gott, diese Schmatzen hier überall, Freunde. Geht mir ja mal richtig auf den Sack. Warte mal, ja, hier links. Oh, da ist wieder so ein Mistvieh. So ein Kind. Munition. Sehr gut. Wo ist Lisa? Die ist da. Okay. Überall schmatzende Geräusche. Oh Gott. Oh
Gott. Wir müssen einfach nur zum Bike. Einfach nur zum Bike und dann hier Turm. Wir wollen es ja auch ein bisschen spannend machen, oder Freunde? Okay. Oh. Schnell hier rein. Lisa, bist du da? Komm schon, Lisa. Nicht so langsam. Okay. Kurz hier gucken, hinter uns. Und drüben sind sie alle. Okay, den müssen wir uns holen, weil sonst wird's mies. Okay, komm, Lisa. Komm, Lisa. Absolut nicht. Absolut nicht. Oh, ich glaube, der hat uns gesehen. Er hat uns gesehen, der hat uns gesehen. Fuck. Ganz ruhig. Ganz ruhig. Wir haben's, Lisa. Keine Sorge, ich bin bei dir. Gar kein Problem. So, unser Bike steht dort drüben. Es wird dunkel. Komm, Lisa. Gar nicht nach links und rechts gucken. Einfach mir folgen. Durch. Wir werden nochmal unser Bike... Ach du Scheiße, ein Bär! Da ist ein Bär, Freunde. Aber wie es weitergeht, erfahrt ihr in der nächsten Folge. An dieser Stelle möchte ich mich bei euch allen fürs Einschalten und Verfolgen dieses Let's Plays bedanken. Und falls euch diese Folge gefallen hat, lasst eine Bewertung da, lasst ein Däumchen da. Und wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, meine Lieben, immer schön lecker bleiben. Ciao.